In so eine überdimensionale Holzkiste passen ganz schön viele und dunkle Geheimnisse. Wer mit wem? Warum und wieso? Secrets, die keinen etwas angehen. Doch irgendwann muss selbst das größte Geheimnis mal raus. Jetzt unsere TAF Secrets Box. Heute dürfen nur Pärchen eintreten, die zusammen sind und nach Jahren immer noch verliebt. Jetzt ist es nun mal viel weniger geworden. Der Ton ist einfach rauer geworden. Als ob wir schon ein altes Ehepaar sind. Da hat sich schon viel verändert, oder? Von deiner Seite aus, ja. Er wünscht sich kein Herz. Handys raus und Klartext. Wie stark haben sich Textnachrichten in einer Beziehung verändert? Immer noch Bussi Bussi und Missio? Paar Nummer 1 in der TAF Secrets Box, Irina und Mirko. Sie sind seit einem Jahr zusammen. In der Disco kennengelernt, hat sofort gefunkt. Er schreibt sich noch immer den Wolf. Und sie? Also am Anfang unserer Beziehung habe ich ab und zu mal ein paar Gedichte geschrieben. Da habe ich geschrieben, ein Engel so unbeschreiblich schön, die Welt da klingt in allen Tönen. Du bist einfach der Wahnsinn. Jede Sekunde muss ich an dich denken. Danke, dass ich dich fand. Es ist ja für eine Frau immer sehr schön, mal was zu hören, so wie gut ich bin, wie schön ich bin und so. Pierre und Fabian sind seit über 2 Jahren ein Paar. Kennengelernt in einem Lüneburger Restaurant und nach der Ausbildung gemeinsam nach Berlin gezogen. Also ich muss schon ziemlich weit gucken, ne? Ich bin jetzt schon eine Woche und ich sehe immer noch keinen Kuss-Smiley. Kennengelernt haben sich diese beiden über Facebook. Nach einem Monat Hin- und Herschreiben gab es das erste Treffen. Seitdem sind sie fast ein Jahr zusammen, Kiana und Patrick. Das war vor ungefähr 3 Monaten. Und da haben wir so ungefähr so 3, 4 große Herzen hier überall. Und tja, das hat sich ein bisschen verändert jetzt, von was er gefunden hat. Ja, ich habe hier so ein Ding, da heißt es nur noch, komm bitte da und dahin. Von gestern halt. Schick mir deine Location. Und gar kein Herzchen, mehr so Roboter. Wir hatten eine kleine Roboterunterhaltung. Was machst du gerade? Wurst, Kloschüssel, aha. Die Fakten. Laut aktueller Umfrage schreiben Jungs 60 Zeichen in eine Textnachricht, Frauen in der Regel 85, also 25 Zeichen mehr. Das können aber auch Emojis oder Herzchen sein. Ich schicke jetzt nicht mehr so viele Fotos rüber, also nicht so intime Fotos, sag ich mal, sondern nur so, ja, mal Essensbilder, mal ein Foto von einer Katze, aber mehr auch nicht. Schick mir dann eben auch ihr Mittagessen, was jetzt gerade Tolles ist. Ja, also. Da hatte ich geschrieben gehabt, guten Morgen, meine Prinzessin. Hoffe, dass dich die Sonne schön wach geküsst hat und die Vögel schön für dich gesungen haben. Habe gerade meinen Termin für die Abschlussprüfung bekommen. Da bist du ja nur leider schon weg. Eiskalte Antwort, wann? Ich schreibe dir schönen guten Morgen, aber da kommt gar nichts mehr. Viel Mitgefühl hat sie nicht mehr, muss ich sagen. Wozu dann so lange schreiben? Also können wir auch dann besprechen, finde ich. Also. Rund 180 Millionen Textnachrichten verschicken die Deutschen täglich. Aber davon werden nur 5 Nachrichten pro Tag innerhalb einer Partnerschaft versendet. Pfandflaschen wegbringen, sei mal 19 Uhr zurück, bitte. Kuss-Smiley und ein Kuss-Mund. Wenn man was will, schicken wir uns dann schon nochmal einen Kuss, ja? Ja, es ist erschreckend zu sehen, dass man nichts mehr Liebevolles geschickt hat. Hat sich schon ein bisschen verändert, muss man sagen, ja. Klar vermisse ich das schon, dass er jetzt nicht mehr so viel schreibt. Also ich würde mir schon mal ein paar mehr Herzchen wünschen. Ich finde jetzt nicht, dass die Beziehung dadurch jetzt schlecht läuft oder weil man jetzt weniger miteinander schreibt. Ich glaube, man muss trotzdem einfach immer noch fähig sein, dass man miteinander spricht, wenn man sich trifft. Lass uns das Handy noch einmal mehr weglegen und lieber uns angucken. Solange man das Herzchen in den Augen sieht, muss es ja nicht in der Nachricht stehen. Die TAF Secrets Box beweist, alle bekommen mit der Zeit weniger verliebte Nachrichten. Auch in puncto Smartphones schleicht sich also der Beziehungsalltag ein. Die erfolgreiche Bloggerin ist seit einigen Jahren im Netz aktiv. In ihren Videotutorials gibt sie Umstyling, Fashion und Schminktipps. Klar also, dass sie ganz genau weiß, worauf es in Sachen Make-up ankommt.